Meine Freunde, wenn ihr diese Folge seht von Männerlord, dann ist der große Tag gekommen. Heute ist der Release, wo ihr alle spielen könnt. Seht euch nochmal diese kleine Burg an, die wir bald im Herzen unserer Stadt bauen. Links der Industrieflügel, rechts der Bewohnerflügel. Ich habe noch ein bisschen hier erweitert. Und wir haben schon die Felder nochmal brachgelegt. Im Moment arbeiten jetzt die Bauern nicht mehr auf dem Feld. Das bedeutet, wir können wieder eine kleine Armee aufsetzen. Und dazu folgendes. Wir haben jetzt ein Gefolg von 5 Leuten. Für mehr reichen die Waffen nicht. Ist aber okay. Wir werden jetzt die Leute sammeln und in die nächste Armee schicken. Und ich will mal sehen, wie das Gefolge aussieht. Wir haben so viele Bogenschützen und haben hier ein kleines Banditenlager, wo wir das direkt ausprobieren können. Bevor der Typ mit seinen kleinen Mannequin hier hinkommt. Einfache Briganten. Wir kämpfen schon mit Söldnerbriganten, wenn er eine richtige Armee aufbauen kann. Also groß sind die noch nicht, aber geht das an. Und wir können die anpassen. Jetzt nicht, aber wenn die eingezogen sind, können wir die anpassen. Und das will ich auch heute mit euch machen. Und zwar fangen wir mal direkt an. Also, wir haben aus dem Gefolge Tumman. Tumman ist ein einfacher Speerträger. Wir geben ihm noch die Farben unserer Provinz. Und das war schwarz-blau. Schwarz-blau, ne? Okay, schwarz geht nicht. Dann nehmen wir weiß dafür. Weiß-blau. Perfekt. Ich denke, an Rüstung passt das. Oder? Ja, ja. Das passt. Für das Catnip gefällt mir. Die Waffe ist ja auch egal. So. Und der Helm? Das sieht irgendwie ulkig aus. Lassen wir mal. Wollen wir die Rüstung verbessern? Kostet nur 18 aus der Schatzkammer. Da ich ja momentan so viel Steuer eingetrieben habe, habe ich 419. Zack. Also, ich glaube, das ist eine Rüstung, die sich sehen lassen kann. Kommen wir zum nächsten. Ja, wir können noch mehr rekrutieren. Wir haben jetzt 5. Kosten 50. Ha! Brauchen wir die Bauern nicht mehr. Okay, was mit ihm? 18. Zack! Er bekommt die Farben blau. Blau-weiß. Schwarz haben wir ja nicht. Und rot wird auch weiß. Wo ist denn das? Ich sehe die Farbe gar nicht. Ist sie inside? Nee, ich sehe die Farbe gar nicht. Soll denn jetzt rosa sein? Okay, egal. So, Waffen. Ich will. Okay, dann Hammer. Aber ich finde ein Schwert besser. Was war das denn? Okay, dann behalten wir. Eigentlich finde ich den Helm ziemlich cool. Oh ja. So ein Helm will ich. Ich gebe den allen so einen Helm. Okay, auch du hast Glück heute, Hans. Du kriegst auch eine richtig coole Rüstung. Na, ich finde dann die doch besser. Auch wenn die Farben nicht so schön sind. So, und dann geben wir dem noch einen Helm. Und ein richtiges Schild. Na, das ist ja für einen mit Speer. So, ist okay. Blau, weiß. Ändert nichts, ne? Bleibt rot. Okay. Wenn man das nicht ändern kann. So, du kriegst auch eine neue Rüstung. Wie viel Geld haben wir noch? Oh, reicht das denn? Damit ihr eine neue Rüstung kriegt? Nee. Wir müssen mehr Steuern eintreiben. Der kriegt den Helm, weil das einfach cool aussieht. Schwer.
Machen wir ganz blau. Der ist blau-weiß, der ist ganz blau, der ist... Okay. Du bist auch ganz blau. Nein, du bist blau-weiß. Die Farben deines Herrn! Aber hier machen wir mal blau zur Abwechslung. Oh, das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Okay, die Waffe kann er behalten. Aber wir müssen den Helm noch machen. Genau. Machen wir den. Gut, du hast kein Schild. Und du? Die haben wir noch gar nicht gehabt, die Rüstung. Dann machen wir die. Blau. Weiß. Und das wird blau. Sollte passen. So, du hast aber die normale Rüstung. Der Helm ist voll hässlich. Dann lieber den. Machen wir so. Warum kriege ich dann hier nicht den rein? Ha! Okay. Das sieht gut aus. Du hast weiß und du hast so umgekehrt. Perfekt. Was ist jetzt mit dir, du einfacher Bauer? Ja gut, wenn wir Rüstung kaufen können, bauen können, dann wärst du günstiger geworden. Müssen nur noch die Farben ändern. Der kriegt jetzt mal weiß und hier macht er blau. Sieht mal ein bisschen anders aus, hä? Ich glaube, den haben wir noch nicht oft. Der kriegt später noch eine bessere Rüstung. Lila geht gar nicht. Wir haben hier einheitliche Farben, Junge. Jetzt soll ich aus der Reihe tanzen. Das Schild gefällt mir aber. Kann den anbehalten. Und der letzte. Brauchst du aber eine andere Waffe. Macht keinen Unterschied, ne? So, Freunde, wir sind durch. Damit haben wir jetzt unsere Armee. Das sieht cool aus. Seid ihr bereit? Guck mal, jetzt haben wir neben den Bauern auch endlich richtige Soldaten mit Banner. Unsere eigene richtige Armee. Ist das cool? Okay. Also Leute, seid bereit! Wo ist denn der Räuber? Räuber Hotzenplotz, hier ist er. Wir gehen hier oben an die Straße und warten dort auf den. Und die brauchen wir nicht mehr. Die können lieber auf den Feldern arbeiten, die Bauern. Mit unseren 114 Mann haben wir mittlerweile eine schöne Gemeinschaft aufgebaut. Ich habe auch schon angefangen, hier Thron zu holen. Und ich exportiere jetzt die Werkzeuge und die Schuhe. Damit kriegen wir echt Geld. Und das wird wieder zu steuern. Oh, guck dir das an. Nur bei Auflösung. Dann kriegt er jetzt auch noch eine bessere Rüstung. Hey, sieht das cool aus. Schade, dass wir nicht mehr Geld haben.
Die sehen so cool aus, die schweren Soldaten. Das sieht so cool aus. Guckt euch das an. Wie sie rennen in der schweren Rüstung. Aber macht mal ruhig, Jungs. Macht mal ruhig. Seid ihr ganz müde, bevor wir ankommt. Wie weit ist ein anderer? Ja, komm mal, könnt ihr gehen. Wir werden eh zwei Salben Pfeile schießen und dann ist eh Ende. Und dann, Freunde, könnt ihr ab heute Abend ja selber das Spiel spielen. Und noch viel besser, morgen früh bin ich wieder da und dann können wir zusammen streamen. Ich denke mal so ab 10 Uhr werden wir dieses Spiel weiter streamen. Und dann freue ich mich auf eure tolle Beteiligung, wenn wir das Ganze zusammen hier weitermachen. Ja, und jetzt fangen wir schon an, die erste gute Rüstung zu machen, damit auch unsere Milizen gut sind. Und dann können wir nächstes Mal im Stream den großen Banausen hier herausfordern. Du hast keinen rechtmäßigen Anspruch! Und erklären ihm den Krieg. Und dann holen wir uns den südlichen Teil. Kann es sein, dass er ein bisschen schneller unterwegs war? Ah ja, warte. Des Herrschers haut ab, weil die tot sind. Warum sind die tot? Ich habe doch noch gar nicht mit denen gekämpft. Oh Mann! Die Armee war bereit für ihren ersten Kampf. Na gut. Schick die Bauern zurück. Oh, da ist das Lager. Verdammt. Ich hätte so gerne. Das Gute ist, jetzt haben alle von denen eine gute Rüstung. Mit den letzten 159. Und wir können uns bald das nächste Land holen. Waldbrand beansprucht! Wird irgendwas passieren? Die Region wird beansprucht von Toshi. Ja, was will er auch machen? Dann müssen wir ja den Krieg erklären. Wenn er mich aufhalten möchte. Aber dann gehört uns bald das riesige Eisenvorkommen. Wann können wir dann handeln? Wie groß wird das hier wirklich, warte mal. Ich habe ja kein Eisen mehr. Dann kann ich die Rennerei eigentlich abreißen. Die Rennerei kann ich abreißen. Kann ich überlegen, ob ich die abreiße? Oder ob ich dann von hier das Eisen importiere? Da war die Möglichkeit. Packstation. Waren zwischen Regionen unter eurer Kontrolle verschieben können. Okay, dann kann ich eine Packstation machen. Und dann kann ich immer das Eisen und den Ton hier rüber schieben. Und dann konzentriere ich mich hier auf Eisen- und Lehmvorkommen. Wo bauen wir dann die Stadt? Vielleicht baue ich die dann hier. Ich glaube, hier wäre besser. Hier bauen wir dann die Stadt. Direkt am Fluss. Das wird sexy. Das wird sexy, Freunde. So, aber beanspruchen wir jetzt erstmal die zweite Waldregion. Es läuft. Habe ich noch ein bisschen Flachs.
So, jetzt haben wir endlich auch ein bisschen Mehl hier. Aber nicht mehr viel Korn. Wahrscheinlich kein Bauern mehr. Einen noch. Ach, wie schnell das beanspruchen geht. Ja, da reicht ein Bauer locker. Ja. Dann setzen wir den in den Forst. Region beansprucht! Überregional. Den T könnt ihr Region unter eurer Kontrolle durchschalten. Ja, hier haben wir noch nicht gebaut. Hier ist ein Schrein. Deaktiviert. Okay, wo wollte ich bauen? Hier. Aber macht das so Sinn? Macht das nicht viel mehr Sinn? Hier die Gebäude. Hier den Industriesektor. Hier ist ja Wald. Eigentlich können wir hier Holzfäller und so und dann richtig austoben und eine große Menge Holz. Da fehlt noch ein bisschen. Oh, fertig. Nee, du nicht. Aber die anderen drei, die werden Apfelbäume und der wird Eier. Ich will eine schöne Vielfalt an Essen haben. Bären und Brot haben wir ja. Na gut. Eigentlich könnte ich dann noch Schuhe und so weiter nach unten bringen. Neue Familie eingezogen. Perfekt. Und wir haben genug Geld. Jetzt können wir unser nächstes Dorf errichten. Ich bin echt unschlüssig, ob ich das sonst hier baue und ich reiße das hier alles ab. Okay. Wenn ich hier die Gebäude baue und hier die Burg. Hier die Gebäude, hier Burg und hier Industrie. So machen wir es. Okay, dann kommen hier das Stadtvorräte. Stadt, Bauerndorf, Walddorf, Bergbaudorf. Okay, das kommt wahrscheinlich später. Wenn wir mehr Geld haben. Jetzt kriegen wir erstmal durchschnittlich. Wir haben 10 Werkzeuge, 100, kostet 250. Ach, für 500 kriegen wir das volle Paket? Nee, warte. Dauert nicht mehr lange. Bis wir 500. Nein, komm, egal. Egal. Holzfäller.
Hier ist doch auch immer... Ah ja, genau, da ist eine Anbindestation. Perfekt. Vorräte ein bisschen davon, ein bisschen davon. Ach, was passiert? Ja, die sind obdachlos. Warte ab, wenn das ein Arbeitslager ist, dann läuft das. Also, hier haben wir 5 Familien, die jetzt alle zum Bauen eingeteilt sind. Und hier ist die Sägegrube wieder voll. Aber es läuft langsam. Wir haben jetzt 11 Bauholz. Ich weiß auch, wo die ganzen Bretter eigentlich die ganze Zeit verschwinden. Die gehen hier in den, nicht in den Schuster, sondern in den Pfeilmacher. Der kriegt die ganze Zeit die Bretter und daraus macht er Birken. Die haben auch mittlerweile ein gutes Vermögen. Dafür, dass wir jetzt mit dem Schuster da so gute Arbeit machen. So, der macht einfach und der macht einfach. Und dann läuft das schon. So. Macht man der Holzfäller schnell wieder fit. Und den Forster könnt ihr mit sehr rumhangen. Macht ihr als nächstes. Waldbrand ist fertig. Und Zahlung an die Schatzkammer 250. Minus 250. So. Ist es hier. So, Arbeiterlager müsste jetzt fertig sein. Sehr gut. Können dann wenigstens die ersten 5 Familien wohnen, dann sind die nicht obdachlos. Ah, okay. Dann brauche ich einen Speicher. Ich brauche irgendwo ein bisschen Nahrungsindustrie. Vielleicht machen wir das hier. Brauchen wir was? Stein? Ne. Holz. Eine Söldnerkompanie Zahlung. Wo ist meine Also hier läuft das. Guck mal, Waffen. Ich habe Kriegsbögen. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Natürlich mit den ganzen Kriegsbögen. Ich kann ihm auch nicht sagen, hör auf mit den Kriegsbögen. Eigentlich könnte ich nochmal eine komplette Bataillon Kriegsbögen machen. Eine Bogenschütze. Brennholzhütte ist fertig. So. Dann fangen wir mal an. Summer's coming soon.
So, und da machen wir dann jetzt den Marktplatz. Krass, wir haben schon jetzt 54 Bogenschützen. Ich glaube, was uns fehlt, sind Leute. Das wird der Marktplatz. Aber hier ging es doch gerade. Ja, geht doch. So, da haben wir den Marktplatz. Wie viel können da drauf? 20 Marktplätze. Für den ersten Markt ist das okay. Die Stadt hier wird sowieso kleiner als unsere Hauptstadt. Hier wird dann die Kirche. Gott, 10 Holz kriegen wir noch zusammen. Aber jetzt haben wir erstmal 5 Hütten. Kommt schon, macht mir Holz. 7, ja, guter Anfang. So, und hier lasse ich die Area, damit die hier schön Gas geben können mit dem Holz. Einer noch. Perfekt. So, 9. Ja, daran arbeite ich. Hä? Ich dachte, ich hätte einen gebaut. Oh nein. So, damit läuft das. Oh, Schwärm! Das ist cool. Ah, diese tollen Leute. Okay. Ihr seid genug. Genau, geht's zur Neige. Oh, Tatsache. Oh, wie viele Familien kriegen wir hier auf einmal? Okay, es ist April. Voll verpannt. Voll verpennt. Okay, okay, okay. Noch nicht verpennt. Das ist eh brach, damit das hier wieder fit wird für Weizen. Wir haben aber gar nicht mehr so viel. Lachs haben wir noch.
Leber. Komm, Leinen haben wir jetzt auch. Wir haben Schuhe, wir haben Garn, wir haben Leinen und Leder. Und mit den Leinen sollten wir jetzt auch hier machen können. Zwei Leinen. Wie schön hier das jetzt drumherum wieder wächst, dann nachdem sie abgeholzt haben. Durch den Förster. Aber wichtig ist, wenn die Vorräte weg sind, dann läuft das hier auch besser. Oh, das ist das Haus fertig. Was machen wir hier? Wir haben ja ein bisschen Geld. Haben wir Hühner? Bei dem auch Hühner. Genau, das haben die. Lassen wir ihn jetzt auch kriegen. Boah, ich bin langsam voll aufregend mit den... Sogar mit zwei. Ach, die Apfelbäume. Die wachsen langsam. In 3 Jahren sind die fertig. So, wie viel haben wir jetzt? 21 Bretter, 3 Brauer. Und ein bisschen brauchen wir noch. Können wir noch mehr Gefolge bauen. So, der Posthaus gibt Gas. Oh, kein Getreide mehr. Wir haben was verpennt. Schon Mai, verdammt! Ist jetzt Ernte? Bald. Den würde ich eigentlich noch hier rüber schieben. Aber das hier die Holzecke. So, Anbindestation. Noch eine neue Familie. Hier will ich einen Rüstungsschmied. Und hier kommt einmal für Schilder. Und hier einmal... Nein! Wieder kriegt. Nicht Bauholz importieren? Nee. Aber Bretter. Und die kosten noch nicht mal groß was. Weißt du was? Warum soll ich die selber machen? Naja, okay, irgendwann geht das Geld aus. Ich bezahle schon 12 für die Bretter. Also Verkauf sieht es schlecht. Die haben nur 2 Marktwert. So, wie sieht's hier aus? 5 Obdachlose. Ja, ich arbeite noch dran.
der erste Markt stand. Ja, das wird. Das wird. Die Stadt wächst und gedeiht. Oh, Leute, eigentlich schon eine Doppelfolge. Das macht so Fun. Vor allem jetzt mit den zwei Regionen wird das richtig stressig. Und wir haben bald genug Einfluss sogar, um eine dritte zu holen. Und dann wird das hin und her geschickt. Guck mal, der Marktplatz. Wahnsinn. Der ist bald voll. Dann haben wir aber hier noch den großen. Also läuft. Wir haben dann genug Märkte. Und da kommt die Brauerei. Geschenke. Habe ich extra einen Platz für freigehalten. Ja, das passt auch da rein, oder nicht? Locker. Okay, der Ochse beflügt. Nee, noch nicht. Und du bist bald am Ernten. Dann muss ich dir wieder die Familien geben. Haben wir hier Windzeug? Ja gut, wir müssen trotzdem erstmal hier die bauen. Tischlerei. Okay, die Tischlerei ist fertig. Dann bauen wir hier Schilde. Ich will große Schilde. Ich will, dass meine Speckkämpfer große Schilde haben. Turmschilde. Zwei Bretter. Die kosten zwei Bretter. Ich muss doppelte Sägewerke hier bauen. Das wird hier ein reinstes Chaos. So viele Sägewerke, die ich hier reinbauen muss. Da kommt da das dritte hin. Habe ich noch einen Holzfäller? Und mehr Ochsen. Und mehr Leute. Kriegst, Rüstungsschmiede. Und du, wenn du entwickelt bist, kriegst du eine Schwertschmiede. Da machst du dann Speere. Okay, hier wächst und gedeiht es. Was bist du denn? Zerstörte Windmühle. Speicherüberreste. Die Reste eines Dorfes? Deaktiviert. Wann die dann wieder aufbauen? Wenn's auf Raiders. Die waiten uns. Drei Einheiten. Okay, Freunde, das wird die letzte große Schlacht. Guck mal, wie schön hier. Die große Stadt Weinberg, die immer weiter wächst und Waldbrand. Waldbrand gedeiht und wird langsam zu einer florierenden Stadt. Aber nicht genug Vorräte. Nahrung geht auch an. Ich muss Nahrung rüber schicken, aber ich habe hier selber kaum was zu essen. So, der Bärensammler muss fertig werden. Waldbrand hat eine Hofstätte fertig. Dann habe ich jetzt mittlerweile acht Gebäude.
Okay, also die Raiders kommen. Heben wir gleich die Bauern aus. Es wird eine schöne kleine Schlacht. Seid ihr bereit? Das Gute ist, dann haben wir hier auch wahrscheinlich irgendwann einen Leichengräber und dann können wir unsere Toten. Das war eine kleine Steinkirche. Das wird auch noch im nächsten Stream kommen. Daran arbeite ich. Wir haben jetzt Bauern und wir haben ein paar Bretter schon. Leute, sammelt! Guck mal, wie viel. Oh, gut, wir haben 130 Leute in dem Dorf mittlerweile. Ohne dass irgendwann die Nahrung. Oh ja, wir kriegen Bären. Das Gute ist noch, jetzt können wir Gas geben. Ich überlege, ob ich hier noch einen zweiten Bärentypen habe. Okay, locker machen wir das. Wir sind ja schon richtig müde. Der letzte Bogenschütz kommt! Oh, da war noch ein Speerträger. Das Beste ist, eigentlich könnte ich denen sogar bessere Rüstung geben. Weil ich habe ja große Schilde. Und eine Speere brauchen wir noch. Ich habe das perfekt zusammen. Eine mega lange Extra-Folge heute fertig, nur für den Release. Die neuen Rüstungen sind da. Meine hauseigene Garde ist bereit. Lass sie kommen. Meine Freunde, ist es soweit? Geht in Reihe und Glied. Wir bereiten uns jetzt vor auf die große Schlacht. Die Raider kommen. Sie wollen unsere Frauen. Sie wollen unser Land. Dieselbe Rede wie immer. Bla bla bla. Aber wir werden für uns kämpfen. Männer, Feuer! Feuer! Zielen! Feuer! Seid ihr bereit? Angriff! Feuer at will! Auf die Bogenschützen, verdammt! Ach, das geht jetzt schnell. Männer, bleibt in Formation! Sieht gut aus. Boah, hat er den weggeschnetzelt. Ja! Die zieht sich zurück! Ja! Ja! Ich habe keinen Mann verloren. Ich habe keinen einzigen Mann verloren. Ich habe keinen einzigen Mann verloren. Wahnsinn! Gott, ihr habt echt tapfer gut gekämpft.
Die hatten nicht den Hauch einer Chance. Wie viele sind schon durch den Pfeiler gestorben? Ach, guck mal hier. Wie die alle hier schon gefallen sind, bevor die überhaupt ankamen. Ja gut, ne? Da prasseln 52 Pfeile auf die ein. Oh, ein Banditenlager? Nehmen wir das mal mit, Freunde. Bis zum Ende der Folge. Ja. Ich nehme die Bogenschützen mit. Und die beiden. Überlänge. Aber das habt ihr euch verdient. Die große Schlacht. Ja, er läuft hier. Krass, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass wir den mal irgendwann vollkriegen, den Mark. Ja gut, ihr habt es mal in die Kommentare irgendwann geschrieben. Weil wir haben ja noch hier einen. Und momentan sieht es echt gut aus. Also wir haben Nahrung zu Wasch. Auch Leinen. Wir haben mittlerweile so viel Leinen, dass ich auch Rüstung machen kann. Habe ich denn mittlerweile? Hab ich keine Rüstung? Wie sieht es denn hier aus? Wie weit sind wir hier? Die ersten. Ja! Okay. Wildbeutelhütte. Dann mache ich den Förster weg. Ach, da ist schon keine mehr. Dann die Brennhütte. Jetzt will ich dem mehr als 100 Brennholz. Aber die müssen wir auf jeden Fall jetzt erstmal hier Nahrung sammeln. Solange es noch wächst. So, und jetzt kriegt er ein paar Eier. Wir haben keine Nahrung. Wir sterben noch den Hungertod. Eine Backstation. Schickt ihnen ein paar Nahrungsreserven. Jetzt im Bauholz nur. Okay, die Burg bauen wir im nächsten Stream. Ist jetzt Ernte. Okay, langsam wächst das. Wie sieht es mit unseren Truppen aus? Die marschieren tapfer. Lacht aber noch einen Moment. Aber wir haben jetzt schon genug Häuser. Neue Familien dazu zu holen. Packstation ist fertig. Okay. Packesel. Hau den dazu. So. Mit dem sollten wir dann das schön machen. Waldbrand. Atascent. Schick dir mal was Nahrung. Was haben wir denn? Bären. So. Kein Brot. Kein Korn. Kein Mehl, aber Kräuter. Noch ein bisschen. Das war's schon. Ach, die kamen gar nicht bis zu uns. Guckt euch das an. Ja, gut.
Toll, die Schlacht habe ich schon verpasst. Aber war kein Schlacht, war ein Gemetzel. Okay, holen wir jetzt noch schnell das Lager. Und Waldbrand kriegt jetzt auch langsam, das passt. So. Bringen wir in die Stadt. Damit sollte die nächstgelegene Stadt Waldbrand sein. Nein? Nein. Das Reich Rheinburg hat das Geld gekriegt. Okay, ist mir egal. Ja, Siedlung erhöht. Waldbrand. Für Development Points. Nice. Was machen wir mit Waldbrand? So, wir wollen den oberen Teil zur Waffenindustrie machen. Sollen wir vielleicht die Feldarbeit nach unten machen? Ach so, dann gilt das für hier unten. Hier wäre aber gut, wenn wir auf Minen und so gehen. Was sind hier Minen? Hier, Schachtminen. Können wir Holzkohle machen? Besserer Brennstoff. Den schicken wir dann hoch in den Norden. Und Minen. Wir haben ja hier schon den Flug gemacht. Was ist doch hier? Fehler? Oh, ich sehe nicht mehr meine andere Stadt. Jetzt sehe ich wieder Weinberg. Aha, jetzt geht's wieder. Gut. Ich krieg schon mal ein paar Bären. Wenn die Hütten bauen. Ich habe jetzt 11 Häuser, dann reißen wir das hier ab. Damit haben die jetzt... Zufriedenheit müsste jetzt hochgehen. Sind ja nicht mal obdachlos. Das sind ja Vasallen. Okay. Okay. Die sind zwar dann keine Truppe mehr, nicht ausgehoben, aber laufen immer noch als Vasallen hier durch die Stadt. Gut. Oh, Freunde, wir sind jetzt fast bei einer Stunde. Ich glaube, es reicht. Ich glaube, wir machen im Stream wieder, wenn ich wieder da bin. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat diese extra lange Folge gefallen. Zum Abschluss nur eine Sache. Und zwar, ich wollte hier Waffenschmiede bauen und die machen wir noch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann können wir nämlich hier unser nächstes Bataillon Bauern ausbilden und zu Nahkämpfern. Ich mache nämlich dann... Fußsoldatenmiliz. Fast bei der Ernte. Können wir endlich Bier bauen, Bier brauen. Das wächst nicht mehr, ne? Saisonal.
Ah, ich kann nicht aufhören. Freunde, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, abonnieren, wenn ihr mehr sehen wollt. Und bis dann, euer Tashi. Ciao.